Hallo und willkommen zurück zu meinem Let's Play Edna bricht aus. In der letzten Folge haben wir es schon geschafft, tatsächlich eine neue Fähigkeit zu lernen. Wir können jetzt mittels dieser Fähigkeit Fußnägel abbeißen und diese Fußnägel helfen uns, Schrauben zu lockern, was ich okay finde. Gut, wir haben jetzt allerdings dieses Problem, dass wir hier diesen Ventilator haben und nicht Nein, Harvey ist durchkommen. mein bester Freund. Okay, das heißt, wir denken uns jetzt Folgendes: Wir sollten diesen Ventilator wieder abdrehen. Nachdem wir den Schalter nicht haben, müssen wir wohl wieder mit diesem Stiesel da draußen sprechen. Hey, hallo. Na, Süße, was gibt's diesmal? Jetzt ist es doch ein wenig Jetzt ist mir frisch. doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun Okay. und dich mit etwas Glück müde machen. Oh. Ich will aber nicht müde werden. Ich möchte ausbrechen. Gut, vorhin haben wir es mit Minigolf geschafft. Ich würde Versuchen wir gern es noch jetzt mehr über wieder. Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. So. Minigolf. Mir wird ganz Vielleicht duselig. Und du macht es ja hast ab, wenn wir allen Grund freundlich zu ihm dazu, sind. Schätzchen. Weißt du was? Ich lasse dir die Klimaanlage noch einen Augenblick an. Nein, so ist es Man darf abdrehen. seine Fans ja nicht schwitzen lassen. Na hey. Ärgerlich. Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Mini Ich würde Golf. gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Profiliga. Yep. Und den Schläger hat Mami dir Und den gekauft? Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Okay. Hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Wer hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn aus einem Walkiefer geschnitzt? Ich finde die Woher Antwort hast du gut. ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Vielleicht vom Woher hast du ihn Sperrmüll? dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Okay. Hast du ihn Woher hast du ihn gestohlen? dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit! Ich habe noch nie gestohlen. Das sagen sie alle. Na gut, wir geben es auf. Woher hast du's? Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Oh Stiesel mein Gott. Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Oh mein Gott. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Papas Liebling, Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? Okay, ich weiß die Antwort. Hören wir uns noch Klingt das an. irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nichts. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Oh mein Vater. Gott. Sprichst du von so einer Kiste? Der Kerl hat definitiv ein Problem. Tja. Nein.
Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Papas Liebling. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Oh Gott, na okay. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Okay. Naja. Wir uns noch Poki anhören. Nee, interessiert uns nicht, was der zu sagen hat. Inventar. Kaputtes Stuhlbein. Mit dem Vielleicht Ventilator. Kann ich den Ventilator hiermit aus der Fassung hebeln. Mhm. Das hoffe ich doch. Hep. Plopp. Hurra, wir haben ihn aus der Fassung. Gehen wir in den Schacht. Wir sind aus unserer Zelle heraus. Da ist noch der Ventilator. Reden wir mit dem Ventilator. Bereust du jetzt, mir den Weg versperrt zu haben? Dein Schweigen sagt mehr als 1000 Worte. Sehr gut. Was hältst du davon, Harvey? Cool, ein kaputter Ventilator. Da könnte man einen prima kaputten Hubschrauber draus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Okay. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Mhm. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Okay. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Der ist definitiv nicht nett. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Das schaffen wir schon noch. Gehen wir da weiter. Hey. Die Freiheit, von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Hilfe! Ich werde hier festgehalten! Wo sind all die Helfer und Helfershelfer? Die Ritter mit aufdringlich polierter Rüstung? Wo sind all die lästigen Gutmenschen, wenn man sie braucht? Ich hätte auch gerne ein paar Gutmenschen in dem Fall. Na gut, wir haben ja doch noch einen Fußnagel, vielleicht geht das. Das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Okay, das ist schade. Harvey, sag was zum Gitter. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Tja, das ist natürlich blöd. Mal schauen, was das Stuhlbein kann. Freiheit! Freiheit! Oder auch nicht. Gut, so geht das nicht. Na dann. Zurück. Dann müssen wir wohl da rein. Dr. Marcel und Hulgor sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. Mhm.
So, wir sind jetzt im ersten Raum, in dem es recht viel Zeug gibt, das wir mitnehmen können. Hier gibt es zum Beispiel einen Kugelschreiber. Wir reden mal mit dem Kugelschreiber. Das klappt so nicht. Wie, das klappt nicht? Natürlich klappt das. Hallo, Stift. Hi. Ja, du hast recht. Und es hat sogar beim ersten Mal funktioniert. Okay, wir nehmen mal den Stift. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Da ist ein Lexikon. Wir nehmen ein Lexikon. Harvey, willst du etwas lesen, Harvey? Lexikon? Hast du keinen Comic? Nein, warum keinen Comic? Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Muss Bild nehmen. Muss Bild nehmen. Nein! Ich kann nicht. Aus tiefster Seele weiß ich, dass ich es nicht will. Okay, dann nicht. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Na, schau dir mal an. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mathis Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. Na schau an. Der Bussebär Observer im Übrigen. Gehen wir wieder raus. Was haben wir noch? Einen Poloschläger. Den nehmen wir auch. Ein Poloschläger. Der Doktor ist offenbar ein Polo-Profi. Wir reden mit dem Pokal. Hallo, ihr Kleinen. Hier ist eure Mama. Oh nein, Frank, schon wieder eine Verehrerin. Ja, Harry, es ist immer dasselbe mit Gaffern. Okay. Das kann hier nichts ausrichten. Die Pokale stehen hinter Sicherheitsglas. Sicherheitsglas, mal schauen. Da ist ein Diplom. Ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Okay. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna, wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Wieso nicht? Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Okay. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit einem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Okay. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Na gut. Also auf diese Art und Weise geht's nicht. Darauf hat schon wer unterschrieben. Aber wir werden das jetzt mit dem Schreibtisch ausprobieren. Das ist super. Mit dem Sessel. Reserviert für Eddie Confetti.
Spiegel schauen. Okay, da ist ein Fenster. Benutzen wir mal das Fenster. Es ist verschlossen. Was ist mit dem Poloschläger mit dem Fenster? Talk. Na, Mist. Okay. Oh, da ist noch ein Kamin. Kamin an. Feuer 36 Grad Celsius, kleines Flackern. Ihre Anfrage befindet sich außerhalb normaler Parameter. Captain, anscheinend ist die Sprachaktivierung kaputt. Ja, Havok, das stimmt wohl. Okay. Benutzen wir ihn einfach. Ich habe keinen Anknopf gefunden. Oh, das ist aber Holz. Nimm das Holz. Na, okay. Da fehlt ein Eintrag unter E wie Ätna. Ich schreibe mal selber was. Oh. Ätna, die Ätnas, Plural Ätnä, supercoole Erdenbewohnerin. Siehe auch Türenschreck, Bärendomtöse, Inka-Gottheit. Inka-Gottheit. Das ist gut. Okay, kann man das Lexikon noch mit Poloschläger, der Poloschlägers, Plural Poloschläger. Pferdesportutensil. Okay. Das ist cool. Schreibtisch, der Ablagefläche für Unerledigtes. Ablagefläche für Unerledigtes. Ups, die Seite fehlt. Die Seite für Pokale? Das ist interessant. Das Diplom? Hier ist ein Bild unter Diplom-Ingenieur Medientechnik. Es zeigt einen Elefanten. Seltsam. Seltsam. Na gut, dann haben wir, glaube ich, alles. Lasst uns gehen. Wenn das nicht das Fräulein Ätna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Gar nicht. Ich hatte Hilfe von außen. Ich musste auf Toilette und habe mich verlaufen. Ich musste auf die Toilette und habe mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Das ist sehr gut. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Okay, der hat offensichtlich keine große Anstrengung. Aber ich weiß, wie wir ihn ausschalten können mit dem Poloschläger. Block. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Den Schrank mit ihm. Sehr gut, sehr gut. Hulgo ist im Schrank. Machen wir den Schrank wieder zu. Hulgo ist weg. Und der Weg ist frei in die Freiheit. Hurra, wir haben es geschafft. Ich glaube, es ist zu Ende. Okay. Okay, da steht Stiesel. Nein, wir gehen da nicht um die Ecke. Wir schauen mal alles an. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Oh, so viel? Oder so wenig eigentlich nur? 40 Liter? Ich bin mir sicher, dass du mehr sehen kann. Eine besonders rankige Ranunkel. Ha. Wozu? Es ist eine Legasthensie. Mein alter Kumpel Harvey.
Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Womit er den größten Schaden anrichten kann. Dann nehmen wir das doch mal klappen. Hoch. Hoppla. Absicht. Psst. Auch die Säule. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Na dann. Okay, das können wir da vorschieben. Das ist ein guter Hinweis. Hey, da ist ein Lichtschalter. Benutzen wir den Lichtschalter. Dann ist es etwas eng. Hey, da ist eine Alf-Puppe. Kennen die Zuschauer Alf noch? Ich kann mir das nicht vorstellen. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Alf heißt, steht für außerirdische Lebensform. War eine der ersten Sitcoms, amerikanischen Sitcoms, die nach Europa gekommen sind. Ein ganz scheußliches Ding. Alf wollte die ganze Zeit die Katze essen. Reden wir mal mit ihm. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Passt. Was hältst du davon, Harvey? Igitt, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, er ist Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologie-Professor, oder was? Was haben wir noch? Einen Kegel. Die sind unvollständig. Na und? Geht nicht, die sind unvollständig. Was hältst du von dieser Kugel, Harvey? Ich hätte gern die Kanone dazu. Es ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. Okay, nehmen wir eine Bowlingkanone. Können wir die Bowlingkugel mitnehmen? Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Nein, offensichtlich nicht. Wäsche. Nutzen wir mal die Wäsche. Unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Aber vielleicht sind sie frischer. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Haben wir noch Reagenzgläser? Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Was heißt Chemie? Mit Ausnahme fand ich sowieso immer blöd. Ärgerlich. Über chemische Kriegsführung denke ich später nach. Wenn sich mein Arsenal für die psychologische Kriegsführung erschöpft hat. Reagenzgläser. Kann man sie nicht runterholen irgendwie? Oder zerstören Über chemische zumindest. Kriegsführung denke ich später nach. Nein, wenn sich mein nicht. Arsenal für die psychologische Kriegsführung erschöpft hat. Ich habe hier noch Radioaktivität. Oh. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Die Todesbrote. Es ist die limitierte Erstauflage. Okay, das nehmen wir natürlich mit. Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenn ich schon. Verrat mir das Ende nicht. Okay, ich muss zugeben, dieses Comic ist echt witzig. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Okay. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Okay. Captain Unbrauchbar erlangte seine Superkräfte, als er beim Autoradio den falschen Sender aktivierte. Benutzen wir die Radioaktivität. Schmeckt nach Ananas. Okay. Sprechen wir damit. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Oh, schau. Ein Mixer. Nette Farbe.
Red mir mit dem Mixer. Hallo Mixer. Okay. Der Mixer mixt die Worte. Nehmen wir den Mixer mit. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Was heißt, der ist kaputt? Er hat mit mir geredet. Der kann nicht kaputt sein. Captain Unbrauchbar, sag in was über den Mixer. Bild verwechselt Captain Unbrauchbar links und rechts. Oh, das ist gut. So, aber das Beste habe ich mir zum Schluss aufgehoben, das Hirn. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum? hallo? Hallo Edna, was führt dich zu mir? Hey, es weiß, wie ich heiße. Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Oh, das ist Bobo. Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Okay. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. Oh. Na ja, klar. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ja, ich komme nicht weit rum. Das wäre auch zu einfach gewesen. Verstehst du? Mhm. Schauen wir mal. Was heißt das mit Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Okay, das wussten wir schon, dass er böse ist. Wenn ich so pathetisch werde. Weißt du, wie ich an diesem Wächter an der Treppe vorbeikomme? Weißt du, wie ich an diesem Wächter an der Treppe vorbeikomme? Ich weiß nichts von einem Wächter an der Treppe. Allein der Begriff Treppe hat wenig Relevanz, wenn du ein Hirn im Glas bist. Oh. Aber du und dein kombinatorisches Geschick können ihn sicher leicht abschütteln. Okay. Er hat viel Vertrauen Ciao, in uns. Ciao, Bobo. Und unser kombinatorisches Geschick. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Gut, Herrschaften. Ich glaube, ich werde wieder Schluss machen. Ich weiß, wie es weitergeht. Aber das verrate ich euch natürlich jetzt noch nicht. Und deswegen werden wir mal kurz gute Nacht sagen. Schlaft gut und träumt was Schönes. Gut. Ach ja, ihr könnt mir natürlich unten reinschreiben, ob ihr wollt, dass ich weiterhin alle möglichen Sachen ausprobiere, obwohl ich den Weg kenne. An und für sich ist das Sinn und Zweck des Spiels, dass man möglichst alles ausprobiert, aber wenn ihr es nicht wollt, lasse ich das natürlich und rushe quasi durch das Spiel. Okay, bis dann. Tschüss euch.